Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming- und liebe Smartphone-Freunde. Mein Name ist Sirius und heute geht es nochmal um das iPhone X. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher, ob man erkennen konnte, dass das hier ein X darstellen sollte. Ich hoffe aber mal, dass das irgendwie okay ging. Ansonsten hier das Gegenstück dafür, damit wir wissen, wovon wir reden. Ich habe das iPhone X ja jetzt schon ein bisschen länger in Benutzung, habe da schon mal drei Videos zu gemacht. Wie ich das Ganze einrichte, wie ich damit mal snowboarden war und das quasi so ein bisschen als Action-Cam-Ersatz benutzt habe, wie man damit filmen kann, habe ein bisschen was zum Bildstabilisator und so weiter erzählt. Letztendlich ist es normalerweise so, wenn du ein Smartphone bekommst und noch ein anderes Vergleichs-Smartphone hast, bei mir ist das aktuell das 8 Plus, was ich noch hier habe, dann nimmst du diese beiden Handys in der Hand und schaust ganz einfach, ey, welches gefällt mir besser und machst einfach zwei, drei Tage später ein Video dazu, was dir so als erstes ins Auge gesprungen ist. Bei mir ist es jetzt so, dass ich das iPhone X jetzt über mehrere Wochen benutzt habe, um eben auf diese neuen Features, gerade wie den Gesichtsscanner und solche Dinge eingehen zu können, um einfach später auch mal aus dem Alltag zu berichten und nicht so aus dem Testlabor, ob man damit jetzt auch langfristig zufrieden ist oder ob man vielleicht sagt, Mensch, das alte System mit dem Fingerabdrucksensor hatte doch schon was für sich. Jetzt habe ich in der Tat das Problem, dass ich mich jetzt entscheiden muss, ob ich eher das neue, moderne iPhone X mit dem Gesichtsscanner behalten möchte oder ob ich doch auf das etwas oldschool anmutende iPhone 8 Plus zurückgreife. Von der Größe kann man doch deutlich sehen, das iPhone X ist ein ganzes Stück kleiner, wobei der Bildschirm, ich habe jetzt beides mal die Einstellung aufgerufen, doch ansatzweise ähnlich groß sind. Also insofern denn das iPhone X mit der jeweiligen App, gerade sind wir hier in den Einstellungen, eben den vollen Sichtbereich bemüht. iPhone 8 Plus hat natürlich nach wie vor unten die schwarzen Balken, dicken Fingerabdrucksensor. Normalerweise auf dem Papier ist es halt so, dass das iPhone X eigentlich ein ähnlich großes, teilweise je nachdem wie man das misst, sogar ein größeres Display hat. Ich muss gestehen, dass im Alltag bei den meisten Dingen das iPhone 8 Plus einfach von der Displaygröße, vielleicht nicht von der Displayschärfe, aber auf jeden Fall von der Displaygröße einfach ein Stück weiter vorne liegt. Von der Schärfe und von der Bildqualität kann das iPhone X ein ganz klein bisschen mehr punkten. Sie sind aber beide einfach auf so einem hohen Niveau, dass ich da jetzt kein Kriterium sagen würde und sage, okay, ich brauche jetzt ein OLED-Display oder ich bleibe beim alten Display. Dafür ist die Qualität bei beiden einfach. Größtes Problem bei der Displaygröße ist ganz einfach, dass nicht alle Apps und alle Hersteller gleichmäßig nachziehen und diese Displaygröße vom iPhone X eben voll ausnutzen. So, hier mal ein Vergleich, wo das iPhone X genauso klassisch wirkt wie das iPhone 8 Plus. Das ist jetzt die YouTube Studio App. Nicht die eigentliche YouTube App, worauf man nur guckt, sondern wo ich einfach meine YouTube Videos drauf verwandle. Da ist es beim iPhone X immer noch so, dass die App einfach nicht angepasst wurde. Also und in dem Moment, wo die App nicht den vollen Bildschirm unterstützt, wie jetzt beispielsweise bei Instagram, auch immer noch gerne Katzenvideos in meiner Timeline, wo dann wirklich das Display von oben bis unten benutzt wird, ist es eben so, dass ich keinen großen Mehrwert durch dieses besondere Format vom iPhone X habe. Also auch bei den YouTube-Videos ist es in der Regel so, klar, kann ich die aufzoomen lassen. In der Regel ist es aber so, dass ich die einfach auf dem iPhone X rechts und links mit einem schwarzen Balken schaue. Das kann natürlich eigentlich nicht im Sinne des Erfinders, also sprich im Sinne von Apple, für das iPhone X sein. Um das vielleicht nochmal ganz schnell zu zeigen, ich zeige es gleich auch nochmal im Close-Up. Ich mache mal beide Videos gleichzeitig an und sie ziehen hier auf Vollbildschirm. Und da kann man dann doch sehen, dass das Ringlicht sich natürlich spiegelt. Aber im Grunde genommen könnt ihr eigentlich sehen, dass das iPhone X vom Bildschirm da das Nachsehen hat. Beziehungsweise, dass natürlich auch einfach aufgrund des Formats des Videos von 16:9 eben nicht diese volle Bandbreite nutzt. Klar, kann ich das jetzt aufzoomen, aber dann verliere ich natürlich wieder ein Stück vom Video. Und klar, gibt es auch Videos im 21:9 Format oder im 21:8,5 Format ist das, glaube ich,
Klar gibt's das und in dem Moment kann ich auch sagen, dass ich das hier aufzoomen möchte. Und dann habe ich natürlich auch hier den kompletten Bildschirm beschnitten. Mir fehlt aber ganz einfach oben und unten was. Kommt immer ein bisschen darauf an, was das für Videos sind. Wenn es jetzt hier solche Aufnahmen sind, wie vom Snowboard, Landschaftsaufnahmen, wo es halt weitläufig ist und so, dann mag das schon Sinn machen. Wenn es aber jetzt zum Beispiel ein Vlog ist, wo man wie ich relativ nah an die Kamera tritt und ich schneide dann noch oben und ein Stück ab, dann ist es einfach unpassend. Daher ist es wirklich häufig so, dass ich es doch nicht im Vollbild gucke, sondern dass ich es mir einfach anzeigen lasse mit den schwarzen Balken rechts und links. Und das ist wirklich das größte Ärgernis beim iPhone X, dass das vorhandene Display so selten ausgenutzt wird. Grundsätzlich ist das iPhone X natürlich ein tolles, modernes Telefon mit der coolsten Kamera, Best Camera im Bereich Foto und Video ever. Also momentan ist das Ding einfach State of the Art. Ich muss sagen, wenn man damit in 4K filmen möchte, oder wenn man damit in Full HD filmen möchte, wenn man damit Slow-Mos filmen möchte und gerade beim Fotografieren ist das Ding wirklich toll mit der doppelten Kamera hinten und vorne. Also das bedeutet, wir können jetzt auch in der Frontansicht Selfie-Fotos machen mit verschwommenem Background. Das ist natürlich eine super Funktion, die vielleicht auch der ein oder andere Instagrammer irgendwie super zu nutzen weiß, dass man sagt, hey, okay, Hintergrund ausblenden, ich selber bin nur scharf, das ist wirklich eine schöne Funktion. Und ich muss auch sagen, dass die Technik vom Freistellen auch bei der vorderen Standardkamera wesentlich besser funktioniert. Beim Vorgängermodell hatte man doch immer mal wieder, dass Bereiche ausgeblurrt wurden, die gar nicht ausgeblurrt wurden sollten. Im Großen und Ganzen funktioniert das jetzt aber hier richtig gut. Bedeutet nicht, wir haben eine 100% treffende Unschärfe, wie das jetzt bei einer großen DSLR-Kamera mit Wechselobjektiven ist, wo man mit einer niedrigen Blende, ich filme gerade mit 2.5, die Sache ist, aber es ersetzt das schon wirklich sehr gut. Also da macht Apple einfach einen hervorragenden Job. Das wäre für mich auch das größte Pro-Argument für das iPhone X. Also zum einen ist es natürlich schon so ein Handschmeichler, vorne hinten Glas, sehr schöne Form, es wirkt sehr stylisch. Wobei ich persönlich echt eine dicke Gummihülle drüber trage, weil ich immer Schiss habe, dass mir das runtergefällt. Und es ist ja ein Leihgerät, es geht ja wieder zurück zu 1&1 und ich möchte das nicht mit der Spinnennetz-App zurückschicken, sag ich jetzt mal. Leute, also das ist, kommt für mich immer wenig zum Tragen, dass so ein Handy sehr, sehr stylisch ist, weil bei mir halt im Endeffekt doch immer eine Hülle drum wandert. Aber größter Pluspunkt für dieses Handy ist eigentlich ein extrem scharfes und schönes Display mit einem mir unverständlich schmalen Format, was natürlich im ersten Moment cool ist, was sich aber nicht auf alle Apps durchgesetzt hat und bei mir bei vielen Apps einfach irgendwie entweder den schwarzen Balken oben und unten hinterlässt oder einfach eine weiße Fläche aufzieht, Twitter, Instagram und Co., lässt sich diese größere Fläche auch nicht wirklich richtig cool nutzen. Zweiter riesiger Vorteil, und das ist für mich wirklich, wie gesagt, der größte Pluspunkt für dieses Handy, es macht annähernd perfekte Fotos. Ich beispielsweise würde jetzt bei schönem, hellen Wetter tagsüber jetzt keine Kompaktkamera mehr mitnehmen, weil für den normalen Schnappschuss mache ich hiermit so tolle Bilder. Ich kann ranzoomen, was man absolut nicht unterschätzen darf, also dass man nicht nur den Weitwinkel hat. Das ist absolut mega gigantisch geil. Alle Daumen hoch für Apple in puncto Fotoqualität. Was mir auch noch nicht so richtig gut gefallen hat, und ich gestehe, das tut mir jetzt furchtbar leid, dass ich das erwähnen muss, aber das ist einfach der Face Scanner. In normalen Situationen funktioniert das Ganze zwar sehr gut, ich zeige das mal, ich gucke hier rein, swipe hoch, das Ding ist sofort offen, kann ich x-beliebige Mal wiederholen, swipe hoch, das Ding ist offen, also ich werde schon richtig gut erkannt, aber ich muss ja trotzdem mit dem Finger irgendwie klicken und swipen. Dann kann ich doch auch wirklich den Finger einfach hier unten auf den Fingerabdrucksensor legen. Also ich sehe jetzt keinen großen Mehrwert, wenn ich so oder so meinen Finger auf dem Display zum nach oben wischen platzieren muss. Meistens auch noch den zweiten Finger. Dann kann ich da auch direkt hergehen, einfach hier den Daumen drauflegen, drücken, klicken und bin so in meinem Menü. Ich finde den Fingerabdruckscanner, den Fingerabdrucksensor nach wie vor einfach perfekter.
Mag sein, dass sich das im nächsten Modell, im iPhone X2 oder wie es denn auch immer heißen wird, nochmal perfektioniert. Aber ich habe in der Tat auch häufig, dass ich in dunklen Situationen, wenn ich morgens zum Beispiel im Bett liege und mal eben so aufs Handy gucken will, dass er mich dann nicht erkennt. Und sobald er dich einmal nicht erkennt hat, dann fängst du halt an zu haken. Dann musst du das Handy in die Hand nehmen, musst du die Nummer eintippen und sowas. Ich muss sagen, es funktioniert sehr gut unter diesen optimalen Bedingungen. Also wie gesagt, angucken, hochswipen, es ist sofort da. Das funktioniert sehr schnell. Aber beispielsweise, wenn das Ding jetzt einfach mal so, du willst so drauf gucken, swipe so hoch, nee, kommt jetzt nicht. Also wisst ihr, einfach in dem Moment, wo ich es jetzt so flach halte, beispielsweise am Schreibtisch. Ich gehe mal ein Stück zurück. Ich habe es so auf dem Schreibtisch liegen und will mal eben hochswipen. Und dann mache ich quasi immer so eine Beugung mit meinem, muss ich mich quasi drüber beugen. Und das finde ich, das empfinde ich irgendwie als lästig. Also während ich sonst mal einfach beispielsweise in einem Gespräch, wo es halt unauffällig, wo man trotzdem eben gucken will, einfach kurz den Finger drauf halte. Morgens beim Aufstehen, zerknuffelt im Bett, Finger drauf halten, alles ist da. Also grundsätzlich bin ich einfach der Meinung, dass der Fingerabdrucksensor schneller und besser und zuverlässiger funktioniert wirklich als noch dieses Face-ID-System. Es ist ein tolles System, es ist eine tolle Überlegung, es funktioniert aus allen Seitenlagen. Ich habe es auch wirklich so eingestellt, dass du nicht diese direkte Erkennung brauchst. Also man kann es in den Settings auch noch so einstellen, dass du das Handy wirklich angucken musst. Also dass du wirklich Augenkontakt mit dem Sensor hast. Dass quasi keiner von der Seite mal euch so irgendwie so anleuchtet mit dem Handy. Und das Handy sieht, ah ja, da ist der Typ, ich schalte frei. Also das habe ich sogar noch ausgemacht, damit es noch ein bisschen schneller geht. Und trotz allem, in puncto Entsperren, würde ich aktuell wirklich das 8 Plus vorne sehen. Es tut mir schon ein bisschen leid, liebe iPhone X-Freunde, dass ich sagen muss, dass der Fingerabdrucksensor ist halt meine persönliche Meinung. Wenn ihr da andere Erfahrungen mitgemacht habt, gerne immer unten in die Videokommentare damit. Nächster Punkt, der ehrlich gesagt auch wieder eigentlich eher für das iPhone 8 Plus spricht, ist einfach die Bedienbarkeit mit dem Swipen. Warum hat er mich jetzt freigeschaltet? Hat er gesehen, dass ich da war? Funktioniert alles schon ganz gut und man gewöhnt sich auch wirklich schnell dran. Also ich habe schon nach ein, zwei Tagen nicht mehr versucht, hier in der Mitte den Mittelbutton zu drücken, den Mittelknopf zu drücken. Aber trotz allem würde ich sagen, wenn man sich jetzt nach einem Tag intuitiv entscheiden müsste, was funktioniert einfach besser, dann merkt man, dass das alte System einfach ein bisschen durchdachter ist. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass sich beim iPhone X im Punkte von der Bedienbarkeit mit dem Swipen hier noch einiges tun wird und man das nicht zu vorschnell verurteilen sollte. Boah, das funktioniert ja nicht ohne Menübacken. Nee, in der Tat funktioniert es halt sehr gut. Aber in einem ganz fairen Wettbewerb müsste man sagen, dass das iPhone 8 Plus hier mit der Oldschool-Bedienbarkeit, wenn man es denn mehr Oldschool nennen will, mit dem Home-Button für mich einfach noch der Gewinner ist. Das sind natürlich alles nur sehr, sehr subjektive Eindrücke, muss man natürlich ganz klar sagen. Also dem einen gefällt der Homebutton besser, dem anderen ist der Fotomodus wichtig, die Gesichtserkennung ist super cool, Swipen ist der neue Shit und so weiter und so fort. Das ist alles sehr subjektiv und es ist auch nicht ausgelegt jetzt wie bei einem Handytest, wo das unter Laborbedingungen nachgeprüft wird und so. Sind einfach meine persönlichen Eindrücke. Wenn ihr andere Eindrücke gehabt habt, zum Beispiel sagt, das mit dem Swipen ist jetzt innerhalb der Menüs das coolere System, dann schreibt das gerne in die Videokommentare und wir diskutieren ein bisschen darüber. Mir fällt die Entscheidung, welches Handy ich behalten soll, momentan wirklich so schwer, dass ich euer Feedback diesmal haben will. Würdet ihr das iPhone X behalten, weil ihr sagt, hey, das ist das halt das moderne und coolere System und außerdem hast du da dein Snowboard als Hintergrund gemacht? Oder würdet ihr sagen, hey, das iPhone 8 Plus ist halt so ein richtig schöner Klassiker, der komplett ausgereift ist von Technik, Betriebssystem, wie das funktioniert, Doppelklick auf dem Homebutton im Gegensatz zum Swipen. Welches Telefon würdet ihr behalten, wenn ihr eins jetzt noch für längere Zeit bei euch behalten dürftet? Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Bis zum nächsten Video und haut rein!